Hallo da draußen, hier ist wieder der Rummel von Rummel Grill TV. Heute gibt es Lammkeule. Lammkeule ist auf dem Grill jetzt nicht ganz einfach, aber ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie es einfach wird. Also keine Angst vor großen Fleischstücken, einfach den Knochen rausnehmen, dann funktioniert es. Und wie man das macht und was man dazu braucht, das zeige ich euch gleich. Oh, let's get ready to rumble! Lammkeule, Salz, Salbei, Rosmarin, Thymian, Flakesalz, Zitrone, Pfeffer, Mayonnaise und Knoblauch. Eine Lammkeule auf dem Grill ist jetzt nicht das leichteste Unterfangen, weil es ist ja schon ein ordentlich großer Klumpen Fleisch. Und das wird schon ein Langzeitgarstück. Aber warum wird das ein Langzeitgarstück? Weil der Knochen drin ist. Und der Knochen nimmt sehr viel Hitze. Und dann ist auch oft außen schon etwas trocken, etwas zu braun. Und am Knochen ist es noch nicht, wie es sein soll. Also was mache ich? Ich nehme den Knochen raus. Und das ist gar nicht so schwer. Ich fange jetzt an, da ist ein Stück Knochen, da ist ein Stück Knochen. Und jetzt suche ich mir einfach erstmal den kürzesten Weg von A nach B. Jetzt einfach am Knochen lang, kann gar nichts passieren. Greife ich hier rein, gehe hinter dem Knochen lang. Jetzt kann ich den einfach so. Schön abschälen. Der Knochen ist raus und jetzt habe ich hier meine einzelnen Teile der Keule und hier habe ich solche Faszien dazwischen, solche Sehnen, Faszien. Und jetzt gehe ich einfach daran lang und dann kann eigentlich nichts mehr passieren. Dann zerteilen wir das Ganze in Oberschale, Unterschale, Hüfte. Wenn man einfach mal nicht weiterkommt, dann muss man ein bisschen mit dem Fingerchen pulen. Knochen noch raus. Jetzt muss das Ganze noch ein bisschen pariert werden. Rasen so ein bisschen das Fett ab. Und jetzt schneide ich das einfach. Da ein Schnitt, da ein Schnitt, da ein Schnitt. Und jetzt habe ich ein Steak. Und Steak kann ich. Ja? Das lässt sich besser in der Form grillen, als wenn man eine ganze Keule grillt. Bisschen Fett können wir auch dran lassen, das schmilzt weg. So, die größeren Stücken, auch wie das jetzt. Hier ein Schnitt. Und ein bisschen geklopft. Und schon haben wir eine Art Steak. Das Ganze jetzt gesalzen. Das Fleisch muss jetzt circa halbe, dreiviertel Stunde auf dem Grill und damit es mir da nicht austrocknet, wieder mein Mayonnaise-Trick, einfach das Ganze ein wenig mit Mayonnaise eincremen. Ich sage jetzt bewusst cremen, mal ganz dünn und nicht schmieren. Das hält das Fleisch saftiger auf dem Grill. Und keine Angst, das Lamm schmeckt hinterher nicht nach Pommes oder irgendwas. Man schmeckt das eigentlich gar nicht. Also wer will, kann natürlich jetzt die Mayonnaise schon mit Kräutern oder irgendwas aromatisieren. Aber ich möchte jetzt den Lammgeschmack nicht komplett erschlagen. Ich möchte es bloß ein wenig eincremen. Denn wenn ich mich in die Sonne lege, creme ich mich auch ein.
Ich habe den Grill jetzt auf knapp 180 vorgeheizt, gehe jetzt ein bisschen runter mit den Reglern, auf halbe Kraft, dass der Grill so ungefähr 160 hat. Und ich habe ihn hier warm, da warm, hier lauwarm und packe mir jetzt das Fleisch indirekt auf den Grill. So. Und das kann ich ruhig so ein bisschen übereinander stapeln, so dass das halbwegs eine Dicke hat. Jetzt natürlich, Wissen ist besser als Raten. Kerntemperaturthermometer rein und warten, bis es 54, 55 Grad hat. Zu der Lammkeule mache ich noch eine kleine Kräutersoße aus Salbei, aus Rosmarin und aus Thymian. Einfach die Blätter ein bisschen abmachen, aufpassen, dass man keine dicken Stiele dabei hat, weil das hat im Hals dieselbe Wirkung wie eine Grete. So, und das jetzt alles so fein wie möglich hacken. Und das Ganze in den Mörser. Dazu brauchen wir noch Knoblauch. Und ein bisschen von dem Flecksalz. Und einen ordentlichen Schuss Olivenöl. Schön gemörsert, schön durchgerührt, dass der Knoblauch auflöst, die Kräuter sich auflösen. So, zum Schluss noch ein bisschen Zitronenabrieb. Das heben wir jetzt einfach nur ein wenig unter. Das Ganze kommt jetzt hier in die Schüssel. Dann kommt jetzt hier auf den Grill, damit es ein bisschen warm ist, damit wir nachher eine warme Soße zu warmem Fleisch haben. Das Fleisch hat ein bisschen über 55. Und jetzt, ja, das sieht noch nicht gegrillt aus bis dahin. So, jetzt kommt das Ganze nochmal schnell hier auf die Sizzle Zone und kriegt da noch ein paar Röster rum. Fleisch ist fertig, schön braun von allen Seiten und jetzt schneiden wir das Ganze mal ein. Saftig und Ende. Das ist heiß. Oh. Unsere Soße ist warm. Machen wir hier unten so. Ein wenig drunter. Jetzt ein bisschen Pfeffer. Noch ein bisschen von unserem Flakesalz. Und der Rest. Lammkeule vom Grill. Außerdem tut es schon mal sensationell. Zart. Saftig, die Kräuter, die Frische von der Zitrone. Also, mit dem richtigen Know-how kriegt man sogar eine Lammkeule butterweich und saftig. Müsst ihr unbedingt mal probieren. Ich bleibe weiter neugierig für euch. Bis demnächst.